Satan möchte uns auch als Werkzeug benutzen. Unsere Gott wird nicht kommen und sagen und uns Satan hindern. Nein, wir haben Vollmacht bekommen, um Satan zu sagen: Stopp, du darfst nicht an meine Begabung, du darfst nicht an meinen Dienst, du darfst nicht an meine Ehe, du darfst nicht an mein Haus. Ich sperre dir den Zugang, ich sperre dir den Weg. Auch wenn du siehst, dass dein Sohn irgendwo im Drogen, überall ist, sag Satan: Dieser Sohn wurde mir gegeben, diese Tochter wurde mir von Gott gegeben. Ich deklariere als jemand, der mit Vollmacht redet. Denn Jesus Christus redet als jemand, der Vollmacht hat. Und wir sollen genauso reden. Und so wie die Welt, der Finstern anfangen, Respekt uns gegenüber zu haben. Sie werden anfangen, Respekt und Angst uns gegenüber zu haben. Halleluja. Weinen bringt dir nicht. In geistlicher Welt, Tränen bringt dir nicht. Nix, Amen. In geistlicher Welt, jammern bringt dir nichts. In geistlicher Welt, dich zu beschweren bringt dir nichts. In geistlicher Welt, die Ausführung der Kraft Gottes bringt dich vorwärts. In geistlicher Welt, das Blut des Lammes, der Heilige Geist, Halleluja. Und das Feuer, das Wort, bringt dich vorwärts, Halleluja. Das geistliche Welt ist nicht für Feiglinge. Das geistliche Welt ist nicht für Weicheier. Das geistliche Welt ist nicht für Leute, die in Angst leben, die immer am Jammern, immer am Hilfen überall suchen. Das geistliche Welt ist für Leute, die das schwer haben, die Ausrüstung haben, die erkennen, wer die sind. Ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, wer mich berufen hat. Ich weiß, mit wem ich unterwegs bin. Ich weiß, wer mein Zeugnis hat. Sein Name ist Jesus Christus. Halleluja. Und wenn er mit mir ist, keiner kann gegen mich sein. Wenn Jesus mit mir warnt, was können mir die Menschen tun? Was kann mir Satan antun? Satan kann mich nicht töten. Ich bin schon in Jesus Christus gestorben und ich bin mit ihm auferstanden. Ich sitze auf den Rechten Gottes mit Jesus Christus. Halleluja, Halleluja. Satan hat keine Vollmacht mehr über uns. Satan hat keine Kraft mehr mir gegenüber. Er kann mein Leben nicht mehr lenken. Er kann meine Schritte nicht mehr beeinflussen. Denn die Bibel sagt, der Mensch plant seinen Weg, aber der Herr lenkt seine Schritte. Nicht Satan lenkt meine Schritte. Satan fürchtet dich. Gedenk an die 7 Söhne Skiva. Die Dämonen sagen, wir kennen Paulus und wir wissen, wer Jesus Christus ist. Und genauso, die Dämonen werden sagen, wir kennen Grace, wir kennen Bishan, wir kennen Beruschka, wir kennen Tobi. Die Dämonen werden das sagen. Die kennen dich, weil du Vollmacht hast, weil du kein Feigling bist, weil du nicht jemand, der immer irgendwo in eine Ecke geht. Oh, ich kann nicht mehr. Oh, nein, ich vermag alle durch den, der mich hier berufen hat. Ich vermag alles. Nicht ich vermag die Hefte. Ich vermag alles. Ich vermag alles. Er sagt, die werden gegen euch kämpfen. Nicht die werden nicht gegen euch. Die werden euch bekämpfen. Aber die werden durch eure Sieg erkennen, dass ihr wahrhaftige Söhne und Töchter Gottes seid. Halleluja. Oh, sagt Satan, du kannst alles tun. Wisst ihr, was Jesus Christus getan hat? Er ist am Kreuz Golgatha gegangen. Er hat der Schwache gespielt. Er hat getan, als ob er keine Kraft hat. Satan hat gedacht, oh, wir haben ihn gekriegt. Kannst du noch auf der Straße predigen? Kannst du noch? Jesus war ruhig. Er wusste, warum er am Kreuz ging. Satan hat seine ganze Armee am Kreuz versammelt. Komm, ich will auch dabei sein. Wir wollen das genießen, wie dieser Mensch zerstört wird. Er behauptet, er ist Gott, gell? Aber er wusste die Pläne Gottes nicht. Es gibt bestimmte Sachen, die Satan nicht über dein Leben weiß. Es gibt bestimmte Dinge. Es gibt bestimmte Geheimnisse, die Satan nicht über dein Leben weiß. Die du selbst nicht über dein Leben weißt. Deswegen sagt Gott, ich werde euch große und unbegreifliche Dinge zeigen. Oh Herr, zeig mir die große und unbegreifliche Dinge meines Lebens, deiner Gemeinde, Herr. Oh Herr, zeig mir. Er sagt, das Verborgene gehört mir und das Offenbarte gehört euch. Er sagt, sucht nach mir. Wer sucht, wird finden. Wer klopft an, es wird ihm geöffnet. Oh, ich möchte nicht mehr blind sein. Eine blinde Gemeinde wollen wir nicht. Wir wollen eine Gemeinde in Kraft. Wir wollen die Werke der Germania Geist sagen. Wir stehen als Gemeinde. Wir stehen und wir werden nicht mehr wanken und wir werden nicht mehr fallen. Wir werden bestehen bis in der Ewigkeit. Amen.
Amen. Meine Familie wird nicht mehr fallen. Meine Familie, die Gemeinde Gottes in dieser Nation wird aufstehen, um leuchten. Es ist die Zeit der Gemeinde in dieser Nation. Amen. Und du bist die Gemeinde Gottes. Und du bist die ausführende Kraft Gottes. Und du bist das Gericht Gottes in dieser Nation. Satan hat keine Macht. Satan hat keine Kraft. Oh! Satan hat keine Vollmacht. Er hat keine Kraft über dein Leben. Er sagt, ich habe euch Vollmacht gegeben, gegen Schlange und Skorpione zu treten. Oh, sag diese Krebs, was deine Familie immer angreift. Sag diese Krankheit, ich trete gegen dich. Denn mein Herr sagt, er gibt mir Vollmacht gegen Schlange und gegen Skorpione und gegen die ganzen Kraft Satan. Halleluja. Satan hat keine Vollmacht. Er sagt, ich werde meine Gemeinde bauen und die Pforte des Todesreichs werde es nicht überwältigen. Wir sind die Gemeinde Gottes. Wir überwältigen die Pforte Satan. Wir überwältigen die Kraft Satan. Im Namen Jesus Christus. Im Namen Jesus Christus. Eine Armee ist am Aufstehen in dieser Nation. Ihr werdet überrascht sein. Die nächsten kommenden 3, 4, 5 Jahre, mächtige Männer und Frauen Gottes werden aufstehen in Kraft. Die werden Sache proklamieren. Es wird geschehen, nicht nur in Deutschland, in den Nationen. Ja, Gott wird Leute hier erwecken, genauso wie Martin Luther aus Deutschland erweckt wurde. Gott wird das erwecken. Diese Männer werden erweckt und Gott wird die national, international rausschicken, um seine prophetischen Worte auszuführen. Halleluja. Es ist die Zeit. Liebe Geschwister, die Männer und Frauen Gottes dieser Zeit sind unüberwindbar. Sind unüberwindbar. Die Kraft Gottes, dieselbe Kraft, die Jesus von der Tod auf erweckt hat, diese Kraft ist in dir. Dieselbe Kraft, die Jesus Christus benutzt hat, um Lazarus zu erwecken, diese Kraft ist in dir. Es ist 1:1 dieselbe Kraft. Es ist dieselbe Kraft, mein Bruder, meine Schwester. Unterschätzt diese gewaltige Kraft Gottes in dein Leben nicht. Du siehst dich immer klein. Du siehst dich, aber Gott sieht dich groß. Du siehst dich elend. Gott sieht dich erfüllt. Gott hat dir alles zur Verfügung gestellt. Amen. Es ist dein Auftrag, durch das Gebet leben, durch das Wort studieren, wie Gott an Josua sagte. Josua, durchforsch dieses Wort Tag und Nacht, damit du die richtige Entscheidung triffst, damit du die richtigen Wege gehst, damit du in Erkenntnis wandelst. Durchforsch dieses Wort Tag und Nacht. Denn ich bin der Herr. Ich werde immer bei dir sein. Gott wird immer bei dir sein. Auch wenn du den Eindruck hast, Gott ist nicht bei mir. Er ist da. Auch wenn du den Eindruck hast, Gott redet nicht. Die Stille Gottes ist eine Sprache. Du musst diese Sprache dekodieren. Die Ruhe Gottes ist eine Sprache. Du musst nur die richtige Frequenz haben, um die Ruhe Gottes zu dekodieren. Wir müssen lernen, die Ruhe Gottes zu dekodieren. Die Sprache Gottes zu dekodieren, die Träume Gottes zu dekodieren. Dafür hast du den Heiligen Geist. Im Geist bist du mächtig. Im Geist bist du im Vorteil. Im Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist hier. Es ist seine Zeit. Der Heilige Geist ist in Kraft, in seiner Gemeinde. Der Heilige Geist möchte sie durch dein Leben bewegen. Er möchte Kranken heilen durch dich. Er möchte Dämonen austreiben durch dich. Er